Dann können Sie mich alle gut verstehen. Da haben wir noch zwei Plätze frei, wenn ich kann. Oder sitzt da jemand? Hat das reserviert? Ich freue mich sehr, dass Sie heute in so großer Zahl zu unserer Veranstaltung gekommen sind. So viel haben wir gar nicht erwartet, hätten wir eigentlich in größeren Zahlen nehmen müssen. Aber es ist in unserer Veranstaltungsserie eine Premiere. Nämlich die Premiere, der erste EU-Kommissar überhaupt, der zum Peter Gauweiler gekommen ist, meine Damen und Herren. Es ist uns eine Ehre, liebe Herr Oettinger, und ich begrüße den jetzigen und zukünftigen EU-Kommissar Deutschlands, Herrn Günther Oettinger, sehr, sehr herzlich in unserer Mitte. Ist, leichte Kritik manchmal an der EU zu üben, dann führt sie Veranstaltungen nicht nur mit Peter Gauweiler, sondern mit Winfried Scharnagel durch. Und ich habe gesagt, Winfried, es kann sein, dass ich heute schwer unter die Räder komme und untergebuttert werde, weil der Oettinger kommt selber, was ich gar nicht erwartet habe. Ich begrüße herzlich meinen alten Freund und Mitgefährten Winfried Scharnagel. Herzlich unsere Stadträte, Herrn Pretzel und Herrn Babor. Danke euch herzlich, dass ihr gekommen seid. Und alle anderen aus der Münchner CSU begrüße ich auch. Wir machen die Veranstaltung so wie immer in diesem Rahmen, nämlich eine Pro und Contra, muss aber auch nicht Pro und Contra, kann Pro, Pro oder Contra, Contra sein, je nach der Thematik, einen Diskussionsregler brauchen wir nicht. Denn der Charme der demokratischen Diskussion ist ja das Interesse an dem, was der andere sagt. Wie beim guten Schachspiel. Mit sich selber kann man es nicht tun. Und ich freue mich sehr, Herr Kommissar Oettinger, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie zu uns gekommen sind. Ich habe mir eine ganze Menge kritischer Anmerkungen von Ihnen rausgesucht, nicht nur zur CSU, sondern auch zur EU. Ich will die jetzt nicht alle vorlesen. So hart hätte ich selber nicht formulieren können in manchen Punkten. Aber ich darf Sie sehr herzlich bitten, hier Platz zu nehmen und mit mir die Diskussion zu eröffnen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Bitte schön. Wir machen es immer so, es gibt so, wir wollten heute eigentlich mal allgemein zur Debatte über die Situation der Europäischen Union beginnen. Sie sind ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, vermutlich auch deswegen in so großer Zeit gekommen, weil in diesen Wochen und Tagen die Notwendigkeit von europäischen Antworten auf schwere Krisen, die auf der internationalen Politik lasten, eigentlich mit den Händen zu greifen sind. Heute, ganz aktuell, berichten die Zeitungen, dass der neue Kommissionspräsident Konsequenzen aus der Organisationsdebatte der EU ziehen will und hier neue Schwerpunkte setzen möchte. Wir werden dazu von Herrn Oettinger was hören. Wir haben ein kurzes Vorgespräch geführt, dass uns natürlich auch die aktuellen außenpolitischen Fragen sehr interessieren. Wie kann die Europäische Union helfen? Wo hat sie zur Lösung des Problems beigetragen und wo war sie Teil des Problems? Zur Einführung, Herr Oettinger, hinter uns liegt ja der Wahlkampf für das Europäische Parlament. Manche haben gedacht, weil die CSU hier nur 40% gehabt hätte, sei vielleicht ein Reinfall zu feiern. Und es gab eine Kritik an der
EU-kritischen Debatte. Wir stellen uns auch dieser Debatte und Politik heißt ja auch, jeden eigenen Schritt, gerade konservative Politik, jeden eigenen Schritt immer wieder zu überprüfen. Der Einsatz, um den es uns geht, ist nicht gegen Europa gerichtet, sondern um eine sich ständig verbessernde Formation. Wenn wir alten CSUler von Europa reden, haben wir nicht nur das Bild unseres Hero Strauß vor uns, sondern wir sehen die sich versöhnenden Staatsmänner Europas der 50er und der 60er Jahre. Wie wir den früheren französischen Präsidenten Sarkozy besucht hatten, da sagte er zu den Bayern, die Freundschaft zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Frankreich, sie währt nun seit Jahrzehnten. Die Freundschaft zwischen Frankreich und Bayern seit Jahrhunderten. Wir sagen, wir haben ein europäisches Spray. Und vielleicht regen uns deswegen die Fragen der europäischen Organisation mehr auf als andere, die halt durch Schweigen ist ja die unproblematischste Form der Behandlung eines politischen Problems, meinen der Sache gerecht zu werden. Ja, wir haben die Apparate der EU sehr kritisiert, aber wir wissen, dass sie selber immer wieder die großen Themen angemacht haben. Ja, wir haben die EU-Außenpolitik kritisiert, weil unsere Auffassung die war, dass nicht eine neue Ebene außenpolitischer Vertretung eingerichtet werden sollte, sondern der europäische Wert bei der Debatte nicht zu kurz kommen darf. Ja, ich selber, ich habe vorhin kurz darüber gesprochen, war ein ausgesprochener Gegner zu sagen, Russland gehöre nicht zu Europa. Sondern bin, ich sage es offen, heute mehr denn jeder Meinung, dass eine europäische Russland, eine europäische Antwort nicht der NATO-Generalsekretär geben kann, sondern die Tatsache, dass Moskau eine europäische Stadt ist wie, wie Rom oder Madrid. Ich habe mit großem Interesse das gelesen, was Sie zur Energieversorgung unsere Energiedebatte überhaupt gesagt haben. Da ist ja ein großer Ansatzpunkt der EU-Kritik, nämlich zu sagen, diese großen Themen der Energieversorgung versucht jeder noch seinen eigenen Stiefel zu machen und die Deutschen steigen aus der Kernenergie, um dann mit Billigstrom aus Frankreich beliefert zu werden. Ist die Debatte wirklich auf der Höhe der Zeit? Oder wie setzen wir unsere Argumente in der Energieversorgung auch europaweit durch? Ein ähnliches Thema haben wir bei der Frage der Immigration und der Einwanderung. Ja, wir sind der Auffassung, dass hier unsere Humanität gefragt ist und niemand verdrängt das, was der Papst dazu erklärt hat. Aber wir sagen auch, dass die Probleme des afrikanischen Kontinents nicht mit immer mehr Flüchtlingen auf dem dicht besiedelten Kontinent namens Europa gelöst werden können. Das kann nicht der richtige Weg sein. Und wir müssen es auch aussprechen dürfen. Wir sagen, bei der grundsätzlichen Frage der Sicherheit, dass eine Bindung und Einbindung im Sicherheitstechnischen die Strukturen von NATO und Warschauer Pakt überholen muss. Und dass wir auch in der europäischen Konstruktion zur Kenntnis nehmen müssen, dass seit 1990 eine Zeitenwende geschehen ist. Wir glauben, so wie wir, hier spricht der Ministerpräsident AD des Landes Baden-Württemberg, der alten Südschiene, zu uns, dass der kooperative Föderalismus bei uns auch durch Wettbewerbselemente ergänzt werden muss. Dass es nicht sein kann, dass die Bewohner, die steuerzahlende Bevölkerung Baden-Württembergs und Bayerns für Experimente in Berlin zahlen muss, wo sich die Großzügigkeit feiern lässt. Sie haben einen Steuerwettbewerb hier eintreten müssen. Und ist es nur eine Frage der Konsequenz, dass wir natürlich, wenn wir diese Differenzierung im Bund deutscher Länder verlangen, nicht für eine Einigung auf einer noch höheren Etage plädieren.
und wir kritisieren. Sie haben mal erklärt, wie die bayerische Kritik kam, dass es zu viele EU-Kommissare gäbe. Halbierung der EU-Kommission. Ich habe gesagt, die Deutschen sollen mal ganz still sein. In Deutschland gibt es 140 Minister, wenn ich das richtig gelesen habe. Oder 180. Oder 180. Das ist natürlich alles richtig. Aus der Sicht des steuerzahlenden Bürgers ist es nur eine Schicht noch mehr, von der er von Pontius zu Pilatus weitergeschickt wird. Bezirksregierung, Landesregierung, Bundesregierung, EU-Kommission und dann wieder zurück, Marsch. Da denken wir, dass hier die Einheit durch Vielheit in Europa vielleicht besser geprägt werden kann. Das sind alles wichtige Themen, die uns bewegen, die uns aufregen. Aber Aufregen ist das Gegenteil von Gleichgültigkeit. Und ich erlaube mir, in diesem Sinne das Wort an Günter Oettinger zu geben.